Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen Videotest. Mit dem OLED 803 bringt Philips den Nachfolger des POS 9002 und OLED 873 auf den Markt. Das Design des OLED 803 ist noch schlichter als beim POS 9002. Das Herstellerlogo findet ihr nur noch auf einem der zwei Standfüße und das Display schwebt wenige Millimeter über der Stellfläche. Bei den Fernbedienungen gibt es keine Neuerungen, wenn ihr bereits den OLED 873 kennt. So richtig warm bin ich mit keiner der zwei Varianten geworden. Die rückseitige Tastatur ist natürlich praktisch, wenn man längere Passwörter oder Begriffe eingeben möchte. Das Display-Design entspricht gängigen Standards. Das OLED-Panel ist ultra flach, die tatsächliche Bautiefe wächst durch die restliche Technik und das Kunststoffgehäuse aber auf mehrere Zentimeter an. Die Tonqualität wurde im Vergleich zum POS 9002 verbessert und bei geringen Pegeln ist der Ton angenehm satt. Leider neigt der OLED 803 bei höheren Pegeln sehr schnell zum Übersteuern und dann vibriert das Gehäuse und erzeugt Nebengeräusche. Lobenswert ist die Rückkehr zum Twin-Tuner-System, sodass ihr während einer Programmaufzeichnung auch den Sender wechseln könnt. Von den vier HDMI-Schnittstellen liefern leider weiterhin nur zwei die maximale HDMI 2.0 Leistung. Das heißt, an HDMI 1 und 2 könnt ihr nach Umschaltungen ins optimierte Format 4K 60Hz HDR-Signale abspielen. Am HDMI-Eingang 3 und 4 müsst ihr dagegen die Auflösung oder die Anzahl der Bilder pro Sekunde drosseln, wenn ihr HDR-Signale darstellen wollt. Das dreiseitige Ambilight ist vergleichbar zu den letztjährigen OLEDs. Der Abstrahlwinkel ist immer noch sehr breit und das Licht strahlt je nach Abstand zur Rückwand bis zur Decke. Allerdings gibt es bei der Lichtreflexion nicht mehr die scharfe abgetrennte Kante wie noch beim POS 9002. Wenn ihr noch nicht mit Ambilight vertraut seid oder einen Modus sucht, der angenehm und effektvoll zugleich ist, dann kann ich euch für den Beginn den Standardmodus empfehlen. Dann habt ihr mit dunklen Bildern auch immer ein wenig Restlicht. Und natürlich könnt ihr über Philips Hue-Lampen den Ambilight-Effekt beliebig ausdehnen. Zum Start kann ich euch da eine Deckenleuchte mit Ambilight empfehlen. Philips setzt, wie auch andere OLED-TV-Hersteller, auf ein 2018er OLED-Panel. Und auch die Spiegelungen erscheinen absolut identisch zu den anderen OLED-TVs. Da Android Version 8 noch nicht verfügbar ist, muss man sich derzeit mit Version 7 begnügen. Der App-Support fällt etwas schwächer als beispielsweise bei Sony aus. Bei der Netflix-App wird zwar 4K HDR unterstützt, aber es bleibt bei HDR 10. Mit der Amazon-App gibt es nur 4K, aber kein HDR. Da hat Sony mit Dolby Vision und Dolby Atmos eindeutig die Nase vorn. Da Philips zukünftig HDR 10 Plus unterstützen wird, sollten Amazon-Videos aber in näherer Zukunft auch mit dem OLED 803 ansprechend zur Geltung kommen. Philips hat nach eigenen Angaben den P5-Bildprozessor optimiert und der OLED 803 läuft auch unter einer anderen Chassisbezeichnung als der OLED 873 oder POS 9002. Allerdings ist die Android-Hardware identisch. Da die Android-Hardware bereits seit 2 Jahren im Markt im Einsatz ist, fällt die Bediengeschwindigkeit nicht optimal aus, aber der OLED 803 lief im Test stabil. Ihr braucht also keine Sorgen haben, dass euch der TV im Alltag im Stich lässt. Externe USB-Festplatten konnten wir über den TV sehr einfach formatieren und für die Programmaufzeichnung einrichten, bei 2 TB scheint aber Schluss zu sein. Die Aufnahmefunktionen sind besser gelöst als bei Sony, denn ihr könnt Programme nicht nur aufzeichnen und den Sender wechseln, sondern auch Timeshift aktivieren und die Programmaufzeichnung stoppen, ohne auf den jeweiligen Sender zurückwechseln zu müssen. Beim elektronischen Programmführer lässt sich die Aktualisierung beschleunigen, wenn ihr auf die Online-Variante wechselt. Da es keine Optionstaste mehr gibt, hilft euch die Plus-Taste bei speziellen Einstellungen weiter. So könnt ihr nach Aufruf der Senderliste neue Sender suchen und das ganz praktisch über Suchbegriffe wie UHD. Die gefundenen Sender lassen sich dann in einem Rutsch in eine neue Favoritenliste kopieren. Neben der Plus-Taste ist noch diese silbern schimmernde Taste wichtig, denn hier erhaltet ihr schnellen Zugriff auf die wichtigsten TV-Funktionen. Dadurch kommt ihr auch ohne klassische Android-TV-Oberfläche ganz gut zurecht. Wie bereits gesagt, ist im OLED 803 ein 2018er OLED-Panel verbaut. Wir hatten zwar minimale Farbtemperaturunterschiede, die hier etwas verstärkt erscheinen, weil der TV leicht angewinkelt gezeigt wird, und einen ganz leichten Streifeneffekt, aber das sollte nach längerer Nutzungsdauer kein Problem mehr darstellen. Weiterhin außergewöhnlich ist, dass ihr mit einer PlayStation 3 und gespeicherter 3D-Signalausgabe auch beim OLED 803 3D-Signale in 2D darstellen könnt. Wir hatten im Test mit einem grünen Streifen am unteren Bildrand zu kämpfen, den könnt ihr aber ausblenden, wenn ihr den Overscan einschaltet. Die Eingabeverzögerung bleibt ebenfalls außergewöhnlich, denn die Verzögerung beträgt nur 55 Millisekunden. Selbst wenn ihr das gesamte Leistungspotenzial des Fernsehers ausnutzt, also das Upscaling, die Zwischenbildberechnung und die Kontrastoptimierung. Andere Hersteller liegen da häufig bei einer doppelt so hohen Eingabeverzögerung. Die Umschaltung in den Spielmodus bringt demgegenüber wenig. Hier ist die Eingabeverzögerung deutlich zu hoch und wenn ihr Werte von 20 Millisekunden erwartet, müsst ihr euch leider bei anderen Herstellern umsehen. Der Wert für den PC-Modus ist identisch. Die Einstellung PC findet ihr nicht mehr innerhalb der Bildoption, sondern es gibt eine neue Bildvoreinstellung namens Monitor. Zumindest im Englischen, denn die deutsche Übersetzung lautet Mitmachen. Kein Scherz, da steht wirklich Mitmachen. Zumindest solange Philips das nicht per Software-Update patcht.
Im PC-Modus könnt ihr RGB-Signale verlustfrei darstellen, könnt dann im Bildmenü aber so gut wie nichts mehr einstellen bzw. verstellen. Über HDMI 1 und 2 angeschlossen unterstützt der OLED 803 auch Signale bis 120 Hz und 1440p Auflösung. Ein spezielles Thema mit OLEDs sind statische Bildanzeigen wie Logos. Der OLED 803 hat in unserem Test Bestwerte erzielt, wenn es darum geht, möglichst lange die Maximalhelligkeit aufrechtzuerhalten, was je nach Anwendung ein großer Vorteil sein kann. Insbesondere mit Videospielen zeigte der Philips OLED 803 Helligkeitsvorteile im Vergleich zu OLEDs von Panasonic und Sony, wenn gleichzeitig große statische Anzeigen eingeblendet werden. Philips wechselt dagegen meist auf diesen Bildschirmschoner, wenn sich im Bild zu lange nichts rührt. Der einzige Nachteil dieses Nicht-Herunterdimmens ist, dass ihr solche kurzzeitigen Schatteneffekte wie hier öfter bemerken werdet als mit anderen OLEDs. Bei einer Sache müsst ihr auch noch aufpassen: In den Bildvoreinstellungen ist meist der Overscan aktiviert. Wenn ihr angeschnittene Bilder bemerkt, dann wisst ihr, dass ihr das Bildformat entsprechend anpassen solltet. Was mir beim OLED 803 nicht gefällt, das sind die Rauschfilter. Der normale Rauschfilter zeichnet das komplette Bild weich und eignet sich auch in niedriger oder mittlerer Stufe nicht, wenn ihr einen Detailverlust vermeiden wollt. Der MPEG-Filter wird im Einstellungsmenü so dargestellt, als könne man damit Banding-Effekte mildern, aber das klappt selbst in höchster Stufe nicht. Was mir dagegen sehr gut gefällt, ist der Schärfefilter, der an Stufe 1 und 2 den Pixelkontrast enorm steigert, ohne störende Doppelkonturen zu erzeugen. Nachteil sind hauptsächlich solche Szenen, die ohne Schärfebooster natürlicher erscheinen. Mit Nachschärfung können dagegen feinste Details flimmern. Für Videospiele, die ein wenig kontrastarm erscheinen, ist die Pixelkontrastoptimierung sehr, sehr hilfreich, wenn ihr einen kontrastreicheren Look erzielen wollt. Aber das ist noch nicht alles, denn die Kantenglättung durch das Upscaling ist ebenfalls sehr, sehr effektiv. Achtet hier einmal auf die Konturen der Spielfiguren und die Konturen der eingeblendeten Symbole. Obwohl die Pixelkontraststeigerung mit dem OLED 803 sehr stark ausgeprägt ist, funktioniert die Kantenglättung in Kombination dennoch exzellent. Was sich beim OLED 803 leider unnötig verkompliziert hat, ist die Farboptimierung. Die bewirkt erst einmal so gut wie nichts mehr, denn Philips hat eine weitere Bildoption eingebaut, um die Farbraumerweiterung getrennt einzustellen. Erst wenn ihr den Farbraum erweitert, greift auch die Farboptimierung, so wie ihr es von den bisherigen OLEDs kennt. Jetzt könnte man annehmen, dass die neue Option irgendwelche Vorteile mit sich bringt, wenn ihr den Farbraum einschränken wollt, aber das ist leider nicht der Fall. Wie mit älteren Philips OLEDs auch, schwankt die Farbsättigung je nach Farbhelligkeit und das nicht nur für SDR, sondern auch für HDR-Inhalte. Durch den optimierten P5-Prozessor ist eine gänzlich neue Bildfunktion hinzugekommen, und zwar eine SDR-zu-HDR-Wandlung, die im Gegensatz zu vergleichbaren Ansätzen anderer TV-Hersteller deutlich besser arbeiten soll. Aber schauen wir uns erst einmal an, wie die dynamische Kontrastoptimierung im Vergleich arbeitet. Das Problem bei dieser Funktion ist, dass ihr zwar die Gesamtbildhelligkeit steigern könnt, aber unnötige Detailverluste verursacht, und die Helligkeitssteigerung bedeutet nicht gleichermaßen eine Steigerung des Dynamikumfangs im Bild. Durch die neue Kontrastoptimierung mindert ihr dagegen die Flächenhelligkeit und steigert den Dynamikumfang, ohne Detailverluste zu verursachen. Wenn ihr die maximale Panelhelligkeit mit SDR-Signalen ausspielen wollt, müsst ihr zusätzlich den Kontrastmodus auf optimales Bild umschalten. Die Funktion arbeitet nicht mehr wie beim OLED 873 oder POS 9002, sondern beim OLED 803 wird das weiße Subpixel wie im HDR-Modus auch deutlich aggressiver ausgenutzt. Die Farbhelligkeit von gesättigten Farben steigt dadurch nicht, es werden vorrangig weiße und schwach gesättigte Farben leuchtstärker dargestellt. Am besten kann die Funktion bei solchen Bildern arbeiten, dann könnt ihr den Kontrast sehr stark steigern, ohne dass das Bild unnatürlich erscheint. Problematisch sind Hauttöne, selbst wenn es sich wie in diesem Fall um einen Trickfilm handelt. Hier lässt sich die neue Kontrastoptimierung nur in geringen Stufen sinnvoll nutzen. Hier sieht man das Problem noch einmal ganz extrem. Farben und Hauttöne werden zu dunkel dargestellt, helle Elemente wie die Augen dagegen zu deutlich betont. Deshalb kann ich euch nicht empfehlen, den Kontrastmodus optimiertes Bild zu verwenden, und die SDR-HDR-Wandlung solltet ihr nur in den Stufen niedrig oder mittel nutzen. Hier sieht man ganz gut, dass die Funktion bis Stufe Mittel den Kontrast effektiv steigern kann, ohne dass das Gesamtbild zu künstlich erscheint. In Stufe Hoch und mit maximaler OLED-Weißlichthelligkeit wird es dann doch zu abstrakt. Für Fußball-Content ist die Funktion ebenfalls geeignet, auch hier würde ich aber auf die Weißlichtsteigerung verzichten.
Überhaupt nicht geeignet ist die Kontrastoptimierung, wenn das Bild von Haus aus schon sehr kräftig erscheint, dann ist die Bildabdunklung und Kontraststeigerung kontraproduktiv. Sehr gut geeignet ist die Funktion allerdings für Videospiele, wenn der Realitätsbezug nicht zu stark ausgeprägt ist, denn dann kann man auch höhere Stufen nutzen, um den Kontrast zu optimieren. Die neue HDR-Wandlung arbeitet zudem unterschiedlich, je nachdem, ob das Bild vorwiegend hell oder dunkel ist, sodass ihr mit dunklen Bildsignalen keinen Detailverlust oder eine schlechtere Durchzeichnung befürchten müsst. Womit wir bei echten HDR-Signalen wären. Hier steht die Wandlung natürlich nicht mehr zur Verfügung und die HDR-Bildvoreinstellungen sind in meinen Augen sehr, sehr problematisch. Den ersten Nachteil könnt ihr hier sehen. In dunklen Bildbereichen fehlt es an Durchzeichnungen und Details gehen verloren. Der TV kann die Details aber problemlos anzeigen, es handelt sich schlicht um eine zu aggressive Voreinstellung. Im SDR-Modus ist Helligkeit 50 korrekt, mit HDR10-Quellen solltet ihr einen Wert zwischen 60 und 65 wählen. Schwarz bleibt schwarz, aber ihr erkennt dann mehr Details. In hellen Szenen ist dagegen der Kontrast übersteuert, weshalb es notwendig ist, die Einstellung zu reduzieren. Mit SDR-Signalen ist das übrigens nicht nötig. Wenn ihr HDR-Signale originalgetreu darstellen wollt, solltet ihr den Kontrastmodus nicht verändern und auch HDR Perfect meiden. Kontrast 90, Gamma-1 und Helligkeit 60 bis 65 bringt die HDR-Wiedergabe auf Linie. Hier noch einmal im Vergleich, ab Berg ist der Detailverlust in dunklen Bildbereichen enorm und helle Details sind künstlich verstärkt. Nach der Korrektur ist der IOTF-Verlauf nahezu fehlerfrei. Ausgehend von einer natürlichen HDR-Einstellung können wir uns jetzt anschauen, was die neue automatische HDR-Kontrastoptimierung macht. In dunklen Bildbereichen wird die Wiedergabe aufgehellter dargestellt, was es euch erleichtert, dunkle Details zu erkennen. In hellen Bildbereichen droht dagegen ein Detailverlust, da die Clipping-Grenze nicht dynamisch angepasst wird. Stattdessen werden helle Bereiche verstärkt und dunkle abgedunkelt, was den wahrgenommenen Bildkontrast verbessern soll. Mit Filmbildern werde ich mit dieser Funktion nicht ganz glücklich, aber für Videospiele eignet sich die Funktion ganz gut, wie man hier im Vergleich zur Kontrastoptimierung beim Panasonic OLED sehen kann. Philips vermeidet auch zu stark aufgehellte HDR-Bereiche, da neigt die Kontraststeigerung beim Panasonic zur Übertreibung. Mit dunklen Bildinhalten wird vorrangig die Helligkeit erhöht, mit hellen Bildinhalten wird der Bildkontrast gesteigert. Die SDR-HDR-Wandlung arbeitet übrigens nach dem gleichen Muster. Trotz aller Kontrastoptimierung muss ich sagen, dass die Sättigungswerte je nach Farbe und Helligkeit schwanken und die Detailwiedergabe in sehr dunklen und sehr hellen Bereichen nicht so vorbildlich ist wie mit anderen aktuellen OLED-TVs, zum Beispiel dem C8, FZW 804 oder AF9. Dafür ist der OLED 803 sehr gut dafür geeignet, wenn ihr möglichst helle HDR-Bilder erzielen wollt und der OLED 803 kann auch Standbilder länger leuchtstärker anzeigen als die OLED-TV-Konkurrenten. Der Nachteil der ganzen HDR-Kontrastnachbearbeitung ist, dass der OLED 803 Bending-Artefakte deutlich stärker anzeigt als andere OLEDs. Da ein entsprechender Filter fehlt, müsst ihr da häufiger mit Farbabstufungen rechnen. Dennoch kann sich die Kontraststeigerung auch positiv auswirken, vor allem dann, wenn kein Vergleichsdisplay daneben steht und man einzig das kontrastreiche HDR-Bild des Philips OLED 803 sieht. Mit SDR-Signalen lässt sich die Bildhelligkeit bzw. der Bildkontrast drastischer steigern als mit vergleichbaren OLED-TVs. Selbst Panasonics Kontrast-Remastering kann da nicht mehr mithalten. Ein eigenes Kapitel für sich ist die Zwischenbildberechnung. Über Perfect Clear Motion erreicht ihr eine 120 Hz Bewegtbildschärfe. Auch diese Form der Zwischenbildberechnung erzeugt Artefakte. Neben Laufschriften erkennt man das auch bei Videospielen. In niedriger Stufe ist es aber noch in Ordnung. Bei maximaler Stufe verbessert sich zwar die Bewegtbildschärfe, aber die Artefakte sind dann auch deutlicher erkennbar. Um Kinobilder super flüssig darzustellen, ist die zweite Funktion namens Natural Motion zuständig. Da die Glättung bei Philips immer maximal arbeitet, entscheidet die Einstellungsstufe einzig darüber, bis zu welcher Geschwindigkeit geglättet wird. Ihr könnt auch Voreinstellungen wie Standard nutzen. Die Voreinstellung Film ist für eine korrekte 24p-Wiedergabe wichtig, schaltet die Funktion also nicht komplett aus, wenn ihr eine 60Hz-Wandlung vermeiden wollt. Der Nachteil der Philips-Glättung ist, dass sich Artefakte nicht vermeiden lassen. Und da ihr die Glättungsintensität nicht wie bei anderen Herstellern herabsetzen könnt, müsst ihr entweder damit leben oder die Glättung komplett deaktivieren. Doch die Philips-Glättung bietet auch Vorteile. Im Gegensatz zu anderen OLED-TVs leidet der OLED 803 bei eingeschalteter Glättung nicht unter diesen Aussetzern, wie es beispielsweise Panasonic zeigt. Man kann bei Panasonic den Effekt zwar mildern, indem man andere Einstellungen wählt, aber diese Szenen ruckeln unabhängig von der getroffenen Einstellung. Zudem ist die Philips-Glättung die schnellste am Markt, wenn es darum geht, auf Richtungswechsel zu reagieren. Dadurch ist es möglich, die Glättung mit Videospielen zu nutzen. Da die Eingabeverzögerung mit 55 Millisekunden durchaus brauchbar ausfällt, könnt ihr die Glättung sehr gut für 30 FPS-Games nutzen und durch die 120 Hz Bewegtbildschärfe, den 60 FPS-Look und die Kontrastoptimierung des OLED 803 erhaltet ihr eine messerscharfe Detailwiedergabe, die sich mit anderen OLEDs oder LCDs in dieser Form nicht erreichen lässt.
Bei den Messwerten bleiben Überraschungen aus. Philips erreicht hier die typischen Werte der aktuellen 2018er OLEDs. Standbilder zeigte der OLED 803 aber heller an als andere OLED-TVs und der TV neigte bei statischen Logos weniger stark zum Helligkeitsverlust. Gerade im Vergleich zu Sonys überaus vorsichtigem Vorgehen bei den OLEDs ist der OLED 803 von Philips das genaue Gegenteil. Bei den Bildeinstellungen könnt ihr für HDR- und SDR-Signale unterschiedliche Einstellungen vornehmen, auch wenn alles über einen HDMI-Eingang läuft. Die erste Kontrasteinstellung regelt bei Philips die OLED-Helligkeit. Helligkeit regelt die dunklen Bildbereiche. Mit HDR-Signalen solltet ihr diesen Wert auf 60 bis 65 hochsetzen, mit SDR-Signalen ist 50 korrekt. Den Schärferegler maximal auf Stufe 2 verwenden, sonst kommt es zu Doppelkonturen. Die HDR-Nachbearbeitung mit SDR-Signalen funktioniert in Stufe niedrig und mittel ganz gut. Den Kontrastmodus würde ich auf Standard belassen. HDR Perfect könnt ihr mit HDR-Signalen einschalten, wenn ihr hellere HDR-Bilder erzielen möchtet und euch kleine Detailverluste nicht stören. Die Rauschfilter solltet ihr meiden. Gamma- und Videosignal-Kontrasteinstellungen mit HDR-Signalen etwas absenken, mit SDR-Signalen ist das nicht notwendig. Bei der Zwischenbildberechnung darauf achten, den Filmmodus für eine 24p-Wiedergabe einzuschalten oder für eine starke Glättung die Voreinstellung Standard oder manuelle Werte einzustellen. Die Glättungsintensität ändert sich zwar nicht, ihr könnt nur vorgeben, bis zu welcher Geschwindigkeit geglättet werden soll, aber es kann helfen, die Artefakte zu reduzieren. In den Toneinstellungen findet ihr einen DTS Virtual Surround Modus, der die Filmwiedergabe effektvoller gestaltet, aber die Stimmverständlichkeit fällt schlechter aus. Ein großes Problem hatten wir mit DTS Soundtracks, denn in diesem Fall waren Bild und Ton nicht mehr synchron, sondern der Ton kam von verzögert. Fazit: Philips bleibt der eigenen Linie treu und versucht, Bilder möglichst kontrastreich, flüssig und scharf abzubilden, egal welches Bildsignal zugespielt wird. Wenn ihr Bildsignale umfangreich nachbearbeiten, 30 FPS Games flüssiger darstellen und Bildruckler und Shutter-Effekte gleichermaßen eliminieren wollt, dann gibt es zu diesem OLED-TV keine passende Alternative. Umgekehrt solltet ihr euch bei anderen OLED-TV-Herstellern umsehen, wenn ihr Signale 1:1 unbearbeitet wiedergeben möchtet oder eine dezentere Nachbearbeitung wünscht. Das ist mit dem OLED 803 nur im Ansatz möglich und es macht in meinen Augen keinen Sinn, alles auszuschalten, da es zahlreiche Alternativen gibt. Im Android-Bereich vergibt Philips die Chance, mit besserer Hardware zu punkten. Bei der HDR-Unterstützung muss man abwarten, was die HDR 10 Plus Zukunft bringt. In Summe ist der OLED 803 ein würdiger Nachfolger des POS 9002 und OLED 873, sodass es sich lohnt, auf das aktuelle Modell zu setzen. Ich hoffe, unser Test des OLED 803 konnte euch ein wenig weiterhelfen. Die Tests zu den anderen OLED-TVs findet ihr ebenfalls im Channel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!